Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Reisesimulator. Mein Name ist Forgata und wir spielen natürlich The Forest, nicht den Reisesimulator, aber es hat sich ein bisschen was verändert. Es wird natürlich nach wie vor laut, wir werden gleich abstürzen, aber hier sind Leute, die schlafen, bei mir ist hell und alle... Ich bin der Einzige, der wach ist. So, jetzt wird's wieder laut, kleinen Moment. Nicht der erste schon durch die Gegend. Und die wir nicht. Wir sind angeschnallt. Und dann ab in den Wald. Und tschüss. Wo sind wir diesmal gelandet? Hallo. Press Base to skip. Oh, da kommt immer das Geräusch, das ist natürlich interessant. Das war quasi ein Trauma. So, und dann starten wir wieder unsere Reise ins Wunderland. So. Mittlerweile befinden wir uns in der Alpha. Und zwar die Version 0.12 oder wo war das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine schon. So, und es hat sich ein bisschen was geändert. Also nicht geändert, sondern es ist viel dazugekommen, was ich sehr schön finde. Wir werden jetzt erstmal hier rausspringen und nach wie vor uns ein Place suchen, in dem wir genieren können. So, gleich mal ein paar Snacks mitgenommen hier, sehr schön. Alles, was wir brauchen, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dahin, Stone. So, das nehmen wir mit. Zack. Damit wir auch wohl... Ein Waschbär, guck mal. Dich werde ich essen. Gegen Tiere. Oh, da unten ist auch gleich ein Sarit. Ein Camp. Da werden wir uns gleich mal umschauen, aber erst nachdem ich hier die Circuits mitgenommen habe, weil da gibt es eine tolle Sache, die man craften kann, die ich gerne ausprobieren möchte. Hallo. Zack. Da haben wir gleich unser erstes Nahrungsmittel. Ach, guck mal hier. Ein fliegender Circuit. Wofür der wohl ist? Geld? Ein Eichhörnchen. Wie, also die Tierwelt wurde deutlich erhöht. Oder erweitert, vielmehr. Ist das denn hier eine Kamera? Damit könnte ich alles dokumentieren, aber das macht er nicht, ne? Und da hinten sehe ich schon wieder so ein kleines Äffchen. Deswegen werden wir uns jetzt mal schnell hier verpissen. Aber erst nachdem ich dieses Kaninchen getötet habe. So. Circuit Boards. Haben wir ja schon ein paar gefunden jetzt. Damit kann man mich was richtig Geiles machen. Eine Pfanne. Kann ich leider nicht aufnehmen. Wollt ihr mich jetzt schon? Ich bitte euch. Doch nicht jetzt schon. Ich habe doch noch nichts. Ich habe noch nicht mal einen Baum gefällt. Was ist denn mit euch? Ich habe zwar eine Axt, aber das macht doch nichts. Was ist das denn hier? Ein Stachel? Ein Stück vom Flugzeug? Hier genauso. Aber wir laufen mal ein bisschen langsam, weil ich habe ja nicht so viel Proviant bei mir. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Wenn ich da unten mal gucke. Da unten ist, glaube ich, nichts. Doch, hier ist... Hier ist ein Dings. Oh, und das ist ein böses Zeichen, wa? Auf welcher Seite bin ich denn hier? Das ist ein böses Zeichen. Ich begebe mich quasi gerade in das Gebiet der Arschlöcher. Da ist ein Boot. Ist da vielleicht irgendwas Sinnvolles drin? Weil es gibt so eine coole Super-Axt. Ein Rope habe ich gefunden. Oh, das ist natürlich interessant. Das finde ich gut. Ein Rope ist natürlich von Vorteil, ne? Da ist ein Berge. Dann werde ich mich mal weiter umschauen hier. Ich muss natürlich auch einen passenden Platz für mein Nachtlager finden. Sonst werde ich nicht lange überleben, denke ich mal. Gesichert, also geschützt muss es sein. Und möglichst abgeschottet von diesen kleinen Spackos. Es soll zwei oder drei Parteien sogar mittlerweile geben. Ich weiß nicht, ob es die vorher gab, ist mir nicht aufgefallen, aber
Die wir gerade schon gesehen haben, das waren die, die sich mit Schlamm einschmieren, irgendwelche Idioten. Ein Reh. Hallo Reh. Das werde ich jetzt noch nicht töten. Noch sehe ich den Grund nicht. Und, da ist ein Schiff. Das habe ich gesucht. Und die normalen, die Einwohner, ich weiß nicht, ob das Ureinwohner sind einfach oder ob das auch Kannibalen sind, auf jeden Fall. Die zwei bekämpfen sich auch. Oh, das Reh, das läuft. Das läuft auf der Wasseroberfläche. Auf der, wie heißen die Scheiße jetzt hier? Auf dem Grund des Meeres. Ne, warte mal, das ist zu weit. Ich werde noch ein bisschen laufen, solange ich kann. Und vielleicht werde ich da ganz hinten in der Ecke auch mein Lager mal schnell aufbauen. Damit ich zumindest die erste Nacht so überstehe, ohne dass mich irgendjemand findet. Da liegen Haie auf dem Boden, alles klar. So, dann würde ich mal darüber schwimmen. Ist ganz schön weit weg, ne? Überlebe ich sowas? Kann ich ertrinken? Ich weiß es gar nicht. Na gut, ich kann wahrscheinlich Energie verrecken, ne? Also ein Energiemangel. Komme ich überhaupt näher? Na, bewegen tue ich mich. Das wird irgendwie nicht größer. Schwimmt das weg von mir? Sind da auch schon Deppen? Nee, ne? Da sind keine Deppen. Nee, da sind keine Deppen. Das ist gut. Da müsste ich die erhoffte Axt finden. Ist vielleicht blöd, jetzt schon dahin zu rennen, weil ich ja eigentlich noch sicher bin, bis die Nacht anbricht. Bis dahin sollte ich eigentlich was geschafft haben. Das sind Haie. Nee, 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 nee. Verpisst euch mal schön von mir. Wie komme ich denn an das Schiff jetzt dran? Das ist ja scheiße. Da waren Haie. Also die können nichts Gutes bedeuten. Was ist, wenn ich denn auf diese Insel? Ja, gut, ich werde es später nochmal probieren, glaube ich. Aber das geht ja gar nicht. Wenn die jetzt, wenn jetzt ja, die Haie kommen, die Affenköppe. Ich meine, hier liegen ja auch schon ein paar ne? Am Ufer. Was gibt es denn hier hinter? Erstmal auskundschaften, was hier so ist. Vielleicht ist hier ja noch was Sinnvolles für mich. I wanna have a place to be. Was ist das denn hier? Hier ist ein schönes. Warte mal. So, einmal hopp. Und hopp. Juhu, da ist was Cooles. So, erstmal umwechseln hier. So, zack. So, und jetzt werde ich mich mal kurz irgendwo verschanzen. Hier in der Ecke vielleicht. Kann man sich denn irgendwo versteckeln, dass die mich nicht sofort finden? Ja, hier ist gut, glaube ich, ne? Hier kann man, glaube ich, mal eben schnell so sein Nachtlager. Komm, geh da rüber. Ja. Ja, so viele Probleme wie ich damit. Ja, hier so eine Ecke, ne? So, da werde ich nämlich gleich auch meinen Speicherpunkt dann setzen können, wenn ich dann meine temporäre. Soll ich die Hunting Shelter gleich machen? Ne, da brauche ich Dings für, ne? Man kann sich nicht entscheiden. Kann ich das hier nicht hinbauen? Warum kann ich das hier nicht hinbauen? Ich kann das nur drehen, aber ich kann es hier nirgendwo hinbauen. So, jetzt scheiße. Was mit dem anderen? Muss ich jetzt wirklich das hier bauen? Ja, tatsächlich. Ich muss dann quasi mit. Nee, das muss ich irgendwie anders machen. Ich habe Coins gefunden. Das ist ja scheiße. Ich glaube, das reicht, wenn ich das hier vorne hinbaue, wa? Hier so. Oder? Was meinst du? Ja, doch, komm. Das muss ja nur kurz da mal so. Genau so. Was brauche ich denn noch? Ich habe keine Leaves. Ich brauche Leaves und Sticks. Okay. Dann werden wir mal kurz anfangen und da meine die Hütte aufbauen, dass ich nicht so freies Feld hier bin. Can't carry more booze, alles klar. So, Blättchen. Ist denn, wenn ich jetzt hier so durchlaufe? Ne, ich muss die schon kaputt machen für Leaves, ne? Leaf collected, two leaves collected. Das ganze Ding ist voller Blätter und der sagt mir, ich habe ein Blatt gefunden in dem ganzen Haufen, ja. So muss.
ich gerade schon wieder dieses Geräusch gehört hier? Nee, ne? Ich weiß nicht. Was ist das hier für ein Stick? Ist das hier... Ne, das ist auch nur so ein Dings, ne? Weiß ich nicht. So. Hier, die Dinger, da kommen mehrere raus, ne? Ja. Da kommen ein paar mehr raus. Hier, glaube ich, auch. Ja. Leaves habe ich. Gut. Habe ich auch mehr schon? Ja. Gut, ich habe, glaube ich, alles, was ich brauche für die erste Runde. Gut, dann bauen wir das mal schnell auf. Dann werden wir mal weiter erkunden. Aber ich brauche erstmal einen Speicherpunkt, wo ich gegebenenfalls wieder zurück kann. Sofern das funktioniert. Das hat ja beim ersten Update nicht funktioniert, so finde ich das nochmal. Komm, geh da jetzt. Ja, das wird schon schwierig für die sein, das hier so, ne? Klick, 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 bam. So, und da steht C für Speichern. Und das machen wir jetzt auch. Gut. Zum einen sind wir schon mal hier sicher. Wir haben schon mal einen Speicherpunkt. Es ist uns nichts passiert. Als nächstes werde ich mir erstmal ein Feuerchen machen. Ein kleines. Ein Basic Fire. Das werde ich hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Das werde ich einfach hier hinstellen. So, ein paar Sticks holen. Kurz zur anderen Waffe wechseln. So. Ein Stein. Nein, das können wir alles liegen lassen. Wir können eh nichts mehr tragen. Momentan zumindest. Was sieht's denn mit meiner... Oh. Hab ich meine Coke hier am Start. So. Erstmal was trinken. Ne? Wieder ein bisschen Ausdauer und hier ne? Energie gewinnen. So, was ist das? Was sind das für Geräusche? Ich habe manchmal... Ich höre Musik, denke ich. Hier liegen überall Haie am Strand. So. Mal gucken, ob wir hier noch was kriegen. Komm, mach das Ding weg. Jawohl. Sticks aufsammeln. Die liegen ja eigentlich schon fast auf dem Boden. Also so schlimm ist das nicht. So schlimm ist es nicht. So. Da ist noch so eine Liane. Oh, da liegt einer. Ist schon tot, sagst du? Dich werde ich mir aufbewahren für später. Da werde ich noch was Schönes machen aus dir. Da werde ich ein paar Effigies bauen hier, diese richtig coolen Dinger da. Mit den Köpfen drauf, weißt du? Kann ich den auch abbauen? Oh, da war ein Leck. Achso, wenn die auftauchen, gibt es ein Leck oder was? Hey, hey, hey. Wo? Das war bestimmt so ein Dreckscouter, hä? Habe ich denn eine Taschenlampe eigentlich? Snack collected und Cloth connected. So. Habe ich den nicht schon aufgemacht? Ah, ist immer schön, wenn die immer frisch aufgefüllt werden. So. Und hoppladihopp. Na komm, geh da hoch. Sopp. Gut. Damit hätte ich auch ein Feuer gemacht. Sicher ist sicher, ne? Das gibt nämlich so eine ganz tolle Möglichkeit. Und das sind nämlich richtig geile Mollys, die ich mir jetzt erstmal vorcrafte. Damit ich auch später Feuer zur Verteidigung habe. Ich glaube, wenn ich die gecraftet habe, kann ich auch mehr Boost tragen. Das ist ein guter Vorteil. Das ist halt nur gut, wenn man die vorher so schon mal vorbereitet. So, jetzt testen wir gleich mal. Hier liegt ja gleich schon Boost am Strand. Ja, jetzt kann ich nämlich auch wieder hier Hustensaft aufsammeln. Was macht der denn da? So. Wie sieht es denn mit der Tageszeit aus? Hier der... Na, es wird schon langsam... Ja... Die Abendröte erscheint. Da hinten werde ich schon beobachtet. Da werde ich mal ein bisschen hier... Habe ich denn hier eigentlich keine Lizards? Weil das ist doch meine... Meine Dingens hier, ne? Meine Rüstung. Was habe ich denn überhaupt hier? Kann ich da was kombinieren? Ah, da fehlt... Ein Pooch? Ein Pooch ist ein Beutelchen, ne? Hier ist ein Lizard-Skin. Hä? Wo ist der? Achso.
Falscher Knopf. So. Besser als nix, ne? So, dann habe ich hier noch Health. Und ich habe hier noch Snacks ein paar. Gut. Da hinten wird schon wieder rumgeschlichen. Jetzt werde ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch... ob hier noch ein paar Viechers rumlaufen. Die ich mir was gleich abschlachten werde. Aber hier ist nichts, ne? Ist echt nicht... Ich bin echt nicht sicher, ob ich auch hier bleiben soll. Was ist denn das für ein Geräusch? Irgendwelche Fliegen oder sowas. Oder Mücke? Ich weiß nicht. Ach ja. Somit. Was ist das? Ist das ein Tier? Ne, das ist ein